Jeder kennt Captain Blaubeer und seinen Martin Blöd. Die hatte der Zeichner und Autor Walter Moers für die Sendung mit der Maus entworfen. Was einmal so herzlich und harmlos begann, mündete später in politisch völlig unkorrekten Figuren wie dem kleinen A. oder Adolf, die alte Nazisau. Moers strapaziert das Zwerchfell, aber das Lachen bleibt einem manchmal auch im Halse stecken. So gewagt und respektlos geht Moers mit Tabus um. Die Ludwig-Galerie Oberhausen widmet ihm ab kommender Woche eine große Ausstellung. Und Ute Pauling hat schon mal einen Blick in den Moers-Kosmos geworfen. Walter Moers, der Erfinder, Fabulierer und Poet, sprengt jede Vorstellung. Captain Blaubeer zum Beispiel erfährt seine frühkindliche Prägung bei blutrünstigen Zwergpiraten und abstoßenden Klabautergeistern. Sein Seemannsgarn kennt jedes Kind. Erwachsene entführt das Multitalent überraschend in eine Art Galerie, wo seine Lieblinge, vor allem das kleine Arschloch, beziehungsreich in Öl präsentiert werden. Ein Kreativer außer Kontrolle. Walter Moers liebt sein Inkognito, gibt keine Interviews, versteckt sich hinter seinen Figuren. 17 Jahre alt ist das jüngste Foto. Staunend bewegt sich der Zuschauer zwischen den neurotisch bis gigantischen Einfällen. Alle Genres der Kunst werden persifliert. Man erarbeitet sich quasi mit Moers die Kunst von ihren Anfängen bis in die Gegenwart, aber das eben auf unwahrscheinlich witzige Weise. Aber das ist kein Witz, der einen Schenkel klopfen lässt, sondern es ist ein Witz, der einen zum Nachdenken anregt. Adolf, die Nazisau, seit Jahren ein Star bei YouTube. Die neurotischen Typen des Walter Moers werden geliebt. Politisch total unkorrekt spiegeln sie das Lebensgefühl der 90er Jahre. Ein Riesenerfolg. Sein Lektor weiß warum. Genau genommen geht er ja nicht mit der historischen Figur Adolf Hitler um. Genau genommen parodiert er unsere verschiedenen Hitler-Bilder. Hitler der Vegetarier, Hitler der Aquarellist. Deswegen heißt das erste Buch ja auch Adolf die Nazisau. Also er geht mit unseren Bildern um und das ist ganz entscheidend für Moers. Seine Respektlosigkeiten sind Kult, bedienen jedes Alter, jede Bildungsschicht. Aber es gibt auch harte Kost, zuckersüß verpackt. Im Schloss Oberhausen ist nicht alles jugendfrei. Und wie alles bei Moers ist das meiste frei erfunden, wenn nicht ausdrücklich gelogen. Fehlt noch das Wetter. Morgen beginnt der Herbst.